Ich komme sofort, ja? Oh, da bin ich. Ach, Gott sei Dank. Hallo, Frau Michels, ja. Ich bin Frau Dr. Münzer, Sie haben mich eben angerufen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht. Sie hat einfach ganz hohes Fieber. Also ich habe sie heute Morgen geweckt. Heute Morgen geweckt? Ganz hohes Fieber. Und es hat gestern irgendwie so ganz, ja, extrem angefangen. Ich weiß nicht, was los ist. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Landärztin Heidemarie Münster wurde von der Mutter und dem großen Bruder der 10-jährigen Anna gerufen. Denn über Nacht hat die Schülerin schlagartig extrem hohes Fieber bekommen. Andere Erkältungsbeschwerden hat sie hingegen keine. Ich habe es nur einmal jetzt gemessen, da war es knapp bei 40. Also ging schon ein bisschen drüber und ich wusste jetzt nicht mehr zu helfen, weil ich habe mich auch nicht getraut, irgendwas ihr zu geben. Ja. Das ging so schnell mit diesem Fieber. Ich bin froh, dass ich meine Tochter Anna so überhaupt jetzt gesehen habe. Ich habe sofort die Ärztin gerufen, weil ich wusste, da ist irgendwas Ernstes. Wie ernst es um das Mädchen steht, soll sich wenig später zeigen. Denn Landärztin Heidemarie Münster fällt bei ihrer Untersuchung auf, dass die 10-Jährige offenbar die ganze Zeit absichtlich eine Hand vor ihr versteckt hält. Sag mal, warum hast du denn die Hand so unter der Decke? Schatz, lass das mal mit den Fingern bitte, okay? Ja, was hast du denn? Zeig mal. Was, die Hand willst du gar nicht hochnehmen, ne? Ui, da ist aber auch eine rote Stelle. Was ist das denn? Was ist das denn? Was hast du gemacht? Was ist denn da? Tut das denn weh? Okay, wie lange hast du das denn schon? Wie lange hat sie das denn schon, Frau Michels? Sie hat, ach Gott, sieht das aus. Schauen Sie mal, hier ist ein roter Strich. Sie hat ab und zu mal Nägel gekaut, ja. Und wir haben schon alles Mögliche versucht. Okay. Mit Tinkturen, dass es nicht schmeckt. Der Julian hat da ganz toll mitgeholfen, ihrem Bruder. Aber sie hat halt nicht aufgehört. Aber hoffentlich hat sie nicht gehört. Also. Dieser Finger, der ist deutlich entzündet. Der ist ganz rot und eitrig. Und was ich noch ganz schlimm finde, ist diesen roten Strich. Als ich mir die linke Hand anschaue, fiel mir sofort ihr Eiter auf und die beginnende Infektion mit dem roten Strich spricht eindeutig für eine beginnende Blutvergiftung, auch Sepsis genannt. Also haben wir hier einen lebensbedrohlichen Zustand, der unbedingt im Krankenhaus behandelt werden muss mit Intensivmedizin. Frau Michels, ich kann jetzt erst hier gar nichts mehr weiter ausrichten. Sie muss ins Krankenhaus. Ja, sofort. Natürlich. Und dann muss man da auch weitersehen, was vielleicht auch noch therapeutisch gemacht werden muss, für die Ursache zu bekämpfen. Weil so wie es ausschaut, Nägel kauen, Infektion. Ich hatte dann so einen Tipp. Gott, bin ich froh, dass ich sie geholt habe. Ja, und ich hatte einen Tipp. Im Krankenhaus gibt es auch Menschen, die mit Ihnen dann über die Ursache noch mal reden können. Warum, wieso sie kaut. Wenn ein Kind so exzessiv, so häufig an den Fingernägeln kaut und trotz Schmerzen weiter kaut, dann ist die Frage, warum ist das der Fall? Das kann mehr sein als das normale Fingerkauen, in Anführungszeichen, was ja viele Kinder machen, weil ihnen langweilig ist oder weil sie gestresst sind oder sowas. Aber dieses Kind scheint noch ein schwerwiegenderes Problem zu haben. Da würde ich dringend zu einer psychologischen Abklärung oder Behandlung in Form von zum Beispiel einer Familienhelferin raten. Die Gesamtschülerin wurde von ihrer Mutter sofort in die Klinik gebracht, wo die 10-Jährige stationär aufgenommen und wegen einer Blutvergiftung behandelt wurde. Einige Tage später geht es dem Mädchen wieder besser und es durfte nach Hause. Da Anna aber noch immer an den Nägeln kaut, steht jetzt der erste Termin mit Familienhelferin Maria Prospero an. Ach, das ist ja toll. Sie kommen genau richtig. Freut mich aber sehr. Hallo. Kommen Sie doch rein, Michels. Die Anna ist auch hier. Ja, hallo Anna. Hallo. Grüß dich. Na, was ist denn mit deinen Händen los? Ich habe ihr die Handschuhe angezogen, weil sie nicht aufhört, die Fingernägel zu kauen. Und, aber ich finde das nicht fair. Schatz, das ist aber nur zu deinem Besten im Moment, bitte. Ich habe keine Ahnung, warum Anna Nägel kaut. Ich habe alles versucht. Ich habe Tinkturen gekauft, wir haben ihr Handschuhe gekauft, die hat sie an. Sie will sie ständig ausziehen. Ich brauche dringend Hilfe, ich weiß nicht weiter. Frau Michels, Sie sagen, das ist erst seit 4 Wochen so intensiv. Hat sich denn jetzt irgendwas in der letzten Zeit geändert? Nicht, dass ich wüsste. Also eigentlich ist alles in Ordnung. Das Einzige ist ein Schulwechsel. Sie kam jetzt in die 5. Klasse, okay. Aber das ist auch alles prima. Also ich wüsste nicht. Oh, Anna, ich hätte da so eine Idee. Wäre das in Ordnung, wenn ich mit Ihrer Tochter mal kurz vor die Tür gehe? Und ich habe da Kreide gesehen und ich hätte ein kleines Spiel mit dir vor. Magst du? Klar, natürlich, selbstverständlich. Okay. Mit der Kreide vor der Tür hatte ich die Idee, man könnte ja so ein Spiel machen. Und zwar aus dem Lebensbereich, der jetzt neu ist, einzelne Felder nehmen und gucken und ihr sagen, hüpf mal da rein, wo du dich gut mitfühlst und vermeide die, wo du ein Problem mit hast.
Maria Prospero vermutet, dass der Schulwechsel für so viel Stress im Leben der Zehnjährigen sorgt, dass sie versucht, ihn durch Nägelkauen abzubauen. Das Ergebnis des Hüpfkästchentests soll die Familientherapeutin dann allerdings eines Besseren belehren. Dann hilf mal. Das ist ja mal jetzt ganz ohne Probleme. Ja, in der Pause spiele ich immer mit meiner Freundin Isabel. Das ist eigentlich alles gut. Ja. Ey, du bist ja immer noch so gut wie damals. Lass mich doch einfach in Ruhe. Hey, hey, was ist denn los? Julian, was ist denn mit Anna los? Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ja. Hallo, mein Name ist Prospero. Hi, Julian. Hallo, ich bin Maya. Hallo. Sie sind der Bruder? Ja, genau. Ah, ja. Okay. Das ist der Julian, ja. Was war denn jetzt? Ist das okay, wenn ich mal nach ihr gucken gehe? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das wäre jetzt ganz gut. Der Bruder machte eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck, war auch sehr positiv zu seiner Schwester. Wir haben ja schon einen ziemlichen Altersunterschied. Da denkt man, das geht nicht immer so ganz gut. Das war dann so meine Fährte. Ich dachte, vielleicht gibt es da Stress zwischen den beiden wegen irgendwas, ganz normale Geschwisterstreitigkeiten. Letztendlich hat es sich ja auch herausgestellt, dass es mit dem Bruder zu tun hatte. Nur, es war ein ganz anderes Thema. Sag mal, was war denn los gerade? Du bist ja so wütend geworden. Hast du irgendeinen Stress, einen Streit mit deinem Bruder? Nicht? Okay. Aber was war denn? Also irgendwas war doch. Ja, die Handschuhe, die nerven mich. Ja. Weißt du was, ich nehme das jetzt mal auf meine Kappe. Zieh sie vorsichtig aus, aber bitte, guck mich mal an. Versprichst du mir, nicht nagen? Ja. Ach, ich habe da so eine Idee, pass auf. Dieses Puppenhaus lud quasi dazu ein, mal die Familie nachzustellen. Ja, das ist ein super Mittel, einfach mal zu sagen, komm, hol mal aus der ganzen Familie die Püppchen zusammen und wie gehen die miteinander um? Da sieht man sehr viel abgebildet von dem, was in der Familie so richtig ist. Ja? Und wenn da einer nicht mitspielen darf, dann hat man schon die volle Tragweite des Konflikts eigentlich schon vor Augen. Das ist die Mama. Oh, eine ganz schöne, wunderbar. Und hast du Papa auch? Nee. Dann nimm mal Julian, der ist jetzt auch viel wichtiger. Ja? Das ist der Julian. Der ist aber lustig. Wer gehört denn noch dazu? Da war doch jetzt die Freundin, die Maya. Nee, die gehört nicht dazu. Mag ich nicht. Was? Hallo? Was machst du denn? Sag mal, was war das denn jetzt für eine Aktion? Was ist denn mit der Puppe von Maya? Ich würde dieser Maya gerne die Augen auskratzen. Als die Anna die Puppe aus dem Fenster geschmissen hat, das war schon erstmal sehr überraschend. Sowas macht man nicht einfach ohne Grund. Da war richtig Wumms dahinter. Da kannst du merken, da hat sie Aggression. Was soll das denn jetzt? Ja. Die ist mir direkt beim Eisessen unten runtergefallen. Was ist denn los? Ich konnte gar nicht so schnell dazwischen gehen. Das ist die Puppe für Maya. Und, ja? Was habe ich dir denn getan? Ja. Was ist denn los? Das erzähl doch mal. Was ist denn? Guck mal, die beiden verstehen sich doch super, habe ich den Eindruck. Ist doch toll, dass dein Bruder eine Freundin hat, mit der er sich versteht. Sag mal, jetzt red mal. Was ist denn los mit dir? Komm, du hast doch was auf dem Herzen. Ja. Die Isabella gehört an den Tisch. Ja. Isabel? Welche Isabel? Wo hast du das Foto her? Den Namen habe ich eben schon mal gehört. Und? Das ist doch meine Ex-Freundin. Die Isabel? Ja. Okay. Wieso Isabel? Ja, weil ich die so gerne mochte. Du findest das nicht gut, dass die beiden nicht mehr zusammen sind? Okay. Aber du hast noch ein gutes Verhältnis zu Isabel, ja? Und ich sehe die auch immer auf dem Schulhof. Das ist doch super. Das ist doch prima. Guck mal, das ist doch ganz prima. Die ist doch deine Freundin geblieben, obwohl der Julian und ja, Isabel. Ist doch völlig okay. Ja, die haben aus irgendeinem Grund sich getrennt. Das gibt's ja schon mal, ne? Und die gute Nachricht ist, dein Bruder bleibt immer dein Bruder, egal welche Freundin der hat. Guck so mal, ist es dann, ne? Nur weil die Isabel jetzt nicht mehr in meinem Leben ist, heißt das ja nicht, dass die jetzt aus deinem Leben direkt weg ist. Ich bin jetzt hier mit der Maya zusammen und ich habe damit auch überhaupt kein Problem, wenn du jetzt mit der Isabella noch was machst. Ich meine, ist doch völlig okay. Du musst nur drüber reden. Die Art und Weise, wie Anna reagiert hat auf Maya, war schon sehr ungewöhnlich. Aber mit der Erkenntnis, dass es was damit zu tun hat, dass der Bruder sich getrennt hat, das heißt, da kommt ein Loyalitätskonflikt auf. Ne? Ganz klassisch, ich habe den Bruder lieb, ich habe die Freundin aber auch schon lieb gewonnen und ich will beide nicht verlieren. Das ist so wie mit den Eltern, wenn Eltern sich trennen, dann möchte man Papa und Mama lieb haben und traut sich aber nicht.
Und da man auch beide wirklich auch für seinen Seelenheil braucht, verschiebt man die ganzen Konflikt und die ganze Wut, verschiebt man einfach auf eine externe Person. Und in dem Fall macht es total Sinn, das auf Maya zu projizieren. Einfach, weil sie der Störfaktor ist. Ich habe jetzt auch eine Idee, woher dieses exzessive Nasenkauen dann kommen könnte. Ja, das sind einfach innere Ladungen, innere Spannungen, die okay. dann darüber so ein bisschen abreagiert mhm. werden. Okay. Kommt dir das irgendwie so vor, als hätte ich einen Nagel getroffen? Das hat dir geholfen, ne, beim Nagelkauen, dass du nicht mehr so die Wut gespürt hast. Vielleicht ja. könnten wir auch einmal ein Eis essen gehen, wenn du möchtest. Nur wir beide, ohne den Julian. Hey, oder wir gehen in den Zoo. Können wir auch Gorilla gucken? Klar können wir Gorilla gucken. Ach, super. Das klingt doch gut. Okay. Ha? Seit dem Termin mit Familientherapeutin Maria Prospero verstehen sich Anna und Maya richtig gut. Mit der Ex-Freundin ihres Bruders hat die 10-Jährige über alles gesprochen und konnte so die Trennung besser akzeptieren. Die zwei unternehmen weiterhin regelmäßig etwas miteinander. Das zwanghafte Nägelkauen ist das Mädchen ebenso schnell wieder losgeworden, wie es damit begonnen hatte.